Zeit für das internationale Geschäft, meine Damen und Herren. Und ja, ich habe meinen Wunsch bekommen, wir spielen gegen einen britischen Gegner. Allerdings ist das jetzt auch, wie es mir jetzt ja erst bewusst geworden ist, ein Gegner, der stärker kaum sein könnte. Aber zumindest mal endlich ein internationaler Gegner. Nicht wie letztes Jahr in der ersten Runde gegen einen deutschen Club. Aber wir müssen gewarnt sein, Southampton ist im Prinzip gleich stark. Wir haben zuerst das Heimspiel. Wir müssen da ordentlich vorlegen. Also rotiert, habe ich ja gesagt, wird in der Liga, wenn überhaupt, nicht hier in der Euroleague. Weil das ist ein brutal starker Gegner, der uns hier in größte Schwierigkeiten bringen kann. Wir wollen jetzt im Hinspiel direkt eine gute Vorlage liefern. Ja, direkt zwei Titelkandidaten unter sich, möchte ich mal behaupten. Wir üben, ja, Elfmeterschießen ist eher was fürs Rückspiel, ne? Wir üben mal Freistöße sind echt schlecht, die üben wir mal doppelt. Abends wird nicht trainiert. In der Bundesliga, beim letzten Mal ist mir auch im Nachhinein erst aufgefallen, alle Spiele zu null gewonnen. Also in der Bundesliga gehen wir vorne weg. Das soll natürlich auch so bleiben. Aber wir wollen auch das internationale Geschäft nicht vernachlässigen. Ganz im Gegenteil, das genießt erstmal höchste Priorität, weil es für mich halt was so Seltenes, Besonderes ist. So, bei zwei Spielen in der Woche gibt es hier kein Trainingsspiel. Gespräche werden geführt. Ja, im internationalen Geschäft wird dann ja auch der gute Simon auf der Linksverteidigerposition wieder mitspielen können. Wir müssen gucken, wer hier dann eventuell mal geschont wird, dann aber erst in der Bundesliga, wobei wir da ja auch hochkarätige Gegner anstehen haben mit dem Tabellenzweiten und dem Tabellendritten. Also es wird hier nicht langweilig, meine Damen und Herren. Ins Einzeltraining geht einfach mal der Udalji und los geht's. Nervosität, positive Nervosität, so das gewisse Kribbeln, das gewisse Etwas, das ist das, wofür man diesen Job hier seit Jahrzehnten macht. Euroleague-Spieler sind für mich immer noch was unglaublich Besonderes und ja, Simon kann wieder mitwirken, wird das hier auch tun. Hier sollen wirklich die spielen, die in bester Verfassung sind. Deswegen spielt jetzt hier auch mal Chavard mit. Für junge Leute, Experimente haben wir jetzt hier und heute keine Zeit. Leid es mir tut. So, ein Spiel auf absoluter Augenhöhe. Eine hohe Siegesprämie haben wir ja ausgerufen. Es wird auch mit erhöhtem Einsatz gespielt. Ansprache schenke ich mir mal. Es klappt ja meistens besser. Ausverkauftes Stadion. Wir haben ja zwei Heimspiele in einer Woche. Mal gucken, ob es am Wochenende auch ausverkauft sein wird. Udo Lindbergh tippt 1-1. Möglichst kein Gegentor kassieren und möglichst mit mindestens zwei Toren Unterschied gewinnen. Ordentlicher Platzzustand. Los geht's. Nur 600 Gästefans, aber die haben ordentlich uns die Innenstadt leer getrunken. Let's go. Let's go. Hey ho. Andersrum. So, und wir gehen direkt in Führung. Simon ist wieder da und trifft auch direkt in der 5. Minute 1-0. Das ist schon mal gut. Aber aufpassen, Auswärtstore zählen natürlich doppelt. Jetzt hier ist da mal auf dem Kunku auf links. Also Southampton, das ist wie gesagt ein Gegner. Wenn wir die schlagen, haben wir vielleicht die stärkste Mannschaft im Wettbewerb neben uns selbst schon rauskommen. So, jetzt hier Tsoukalis auf Kobel. Habe ich schon mal gegen englische Clubs gespielt, kann mich nicht dran erinnern. So, Slamal kann den Ball umgestellt mit dem Spiel nach rechts hinaus. Tsoukalis quer auf den rechten Flügel. Wir sind jetzt schon in der ersten Runde im DFB-Pokal rausgeflogen. Jetzt sollen wir auch nicht noch in der ersten Runde Europa League rausfliegen. Und der Ball war zu weit vorgelegt. Abschluss. Eckball für Southampton von der linken Seite. Nervosität pur. Man kann die Atmosphäre mal wieder mit einem Messer schneiden. Hier zu Gallis mit der Rheingau-Kopfball-Duell. Keiner kann sich so richtig durchsetzen. Und Mohr klärt zur Ecke. Nochmal ein Eckball für die Engländer von der rechten Seite. Tsoukalis legt sich den Ball zurecht, schüttelt seinen Schussball nochmal aus, schlägt den Ball mit Gefühl nach innen und da ist Dos Santos und klärt per Kopf. So, einmal das 2-0 bitte. Himmelmann, klingt doch deutsch hier. Mit dem Pass quer auf Akintola, der stoppt den Ball. Natürlich auch alles neue, unbekannte Namen für mich, auch wenn es natürlich Spieler von Weltformat sind, aber ich gucke keinen internationalen Fußball. Und er schießt Flammal deutlich am Tor vorbei. Puh, ein spannendes Spiel hier direkt. Einwurf durch Mohr, kurz vor dem Halbzeitpfiff, weit in den Strafraum. Convalius hat aufgepasst, köpft den Ball aus der Gefahrenzone. So, fürs Rückspiel wird natürlich Elfmeterschießen. Wir führen 1-0 zur Halbzeit, ist schon mal gut. Kein Gegentor kassiert und selbst eins geschossen. Ein Lob für Simon, der zeigt nach seiner Rotsperre. Er ist hier
Er hat die Konzentration absolut hochgehalten. Ja, es sind natürlich alles Vollprofis hier. Und konzentriert weiter so. Die Nervosität bleibt aber. Aber positive. Einmal durchatmen, Ottmar. So, jetzt hier 54. Minute. Eckball von rechts für uns. 1-2-0 wäre doch jetzt herrlich. Steiner auf den kurzen Pfosten. Kopfball-Duell Tahiri gegen Thelen. Und Thelen kann sich durchsetzen. Es bleibt umkämpft. Jetzt nicht ein 1-1. Der Tipp vor dem Spiel muss nicht unbedingt hier wahr werden. So, ich bringe mal Gyanfi für Chawat in der 61. Minute. Absoluter Bestbesetzung spielen wir jetzt hier. Saponara gegen Simon. Richtung Strafraum verliert den Zweikampf. Dann kommt... Uns fehlen die Optionen im Sturm, wenn einer verletzt ist bereits. Ich bringe mal für Mihai, der hier nicht den besten Tag hat, Menes rein. So, gelbe Karte für Himmelmann, sonst müssen wir hier das 1-0 nehmen. Aber kein Gegentor zu kassieren, das wäre schon wirklich viel wert. Gnaglon kommt für Sissoko, ein Tacken defensiver, aber nein, wir bleiben offensiv. Wir wollen das 2-0 machen. Philipp Poteau jetzt gegen Saponara. 79. Minute geht an ihm vorbei. Er nimmt den Ball mit, schlägt einen Haken. 2-0 wäre doch wirklich ein Traumergebnis. Der Ball war schon im Aus wahrscheinlich knapp und Schiedsrichter Stavrev hat das natürlich gesehen. Jetzt auch mal die internationalen Schiedsrichter hier. Und. Wir gewinnen 1-0. Das ist ein gutes Ergebnis. Kein Gegentor kassiert. Das ist wirklich viel wert. Dennoch ein Tordifferenz. Das ist knapp. Das ist noch lange nicht entschieden im Rückspiel. Wird es ein heißer Tanz. Wir kassieren 2 Millionen Fernseheinnahmen. Nochmal 2,6 Millionen. Durch die Ticketverkäufe, 65% Quote bei Sky, Schiedsrichter Stavrev war der beste Mann, Pereira der beste Spieler, Spiel bekommt ihn nur 5 schwach, es war umkämpft, es war spannend, aber kein Gegentor kassiert zu haben, ist wirklich, wirklich, wirklich Gold wert. So, Würzburg verliert 2-0 gegen Lens, Würzburg nach 3 Spielen auf Platz 2 in der Gruppe. Ingolstadt verliert 5-0 gegen Tottenham, Ingolstadt nach 3 Spielen auf Platz 3 in der Gruppe. Und dann haben wir noch Dynamo Dresden, die verlieren 1-0 gegen Paris, die sind auch auf Platz 3, also hier nicht der beste Tag für die deutschen Clubs. Dann haben wir auch noch, wir gewinnen 1-0 gegen Southampton, der erste FC Köln ist ja auch noch dabei als Zweitligist. Und Wolfsburg gewinnt 1-0 gegen Mura. Und Köln spielt 2-2 gegen Sturm Graz, auch eine ganz ordentliche Ausgangssituation für das Rückspiel. Und jetzt müssen wir erstmal unseren Lauf in der Bundesliga halten. Golli geht für über 10 Millionen nach Malaga. Es wird rotiert werden. Oh, Philipp Poteau ist beleidigt. Warum erzähle ich ihm so einen Unsinn? Weil ich sage, er ist der beste Mann. Was ist denn da? Ja, Simon muss wieder raus. Er hat noch ein Spiel Sperre. Ogbu könnte schon wieder spielen. Wadi noch 2 Wochen verletzt. Ich stelle dann jetzt mal wieder Verteinen auf. Auch Swanberg darf mal zum Einsatz kommen. Ich meine, ein Keeper, der kann auch 2 Spiele pro Woche so schaffen. Aber es wird trotzdem jetzt ein wenig Rotation reingebracht. Frankfurt, die stehen auf Platz 2. Steiner kriegt auch einfach mal eine Pause. Gnaglon spielt mal von Beginn an. Gyanfi kommt wieder rein. Da Silva spielt mal für Drachmann. Ja, da haben wir einiges gewechselt, aber auch nicht zu viel. Ansprache schenke ich mir. Und auch das, ja, 160.000 Zuschauer in einer Woche. Gut, das werden jetzt nicht jedes Mal komplett unterschiedliche Leute gewesen sein. Aber 160.000 verkaufte Tickets innerhalb von einer Woche quasi. Oder eingelöst innerhalb von einer Woche. Ist sehr viel wert. 10% Frankfurt-Fans hier im Stadion. Wir müssen mal den Rasen pflegen. Harald Schmidt tippt 1-3 auf Frankfurt. Der erste gegen den zweiten. Das nächste Über-Highlight hier. Können wir weiterhin zu 0 gewinnen. Auch in der Euroleague zu 0 gewonnen. Die letzten 4 Spiele alle zu 0 gewonnen. Jetzt Eckball von links für uns. Tahiri, der sollte doch eher die Kopfbälle platzieren und nicht die Ecken schießen. Aber gerade ist scheinbar kein anderer da, der die Ecken schießen möchte. Tahiri jetzt mit der flachen Hereingabe. Da muss ich mal in die Füße von Schmidt und er schlägt den Ball weit nach vorne. Da die Ansage machen, dass der Tahiri das nicht unbedingt machen sollte. Jetzt Halivovic mit dem Einwurf hoch und weit in den Strafraum. Mihai hat aufgepasst und köpft den Ball aus der Gefahrenzone. Mihai, da ist er jetzt gegen Vogt. Der gewinnt den Zweikampf. Vogt nimmt den Ball an, flankt ihn direkt vor den Strafraum. Ali haut den Ball auf den rechten Flügel und stürmt in den Strafraum. Passiert nichts. 0-0 zur Halbzeit, keine einzige Torchance. Ein müdes Spiel. Hier ist keiner, alle sind relativ durchschnittlich. Die sollen das Spiel so schnell nicht vergessen. Ich will Tore, Tore, Tore. 1-0, Tahiri, viertes Saisontor. Wir treffen oft zu
zu Beginn einer Halbzeit. Mohr mit der Vorlage, schon das vierte Saisontor hier am sechsten Spieltag. Jetzt Udalje, sieht, dass er Platz hat, läuft mit dem Ball am Fuß in den Strafraum. Er wird nicht angegriffen und legt sich den Ball seelenruhig auf den stärkeren Fuß und schießt und... schießt weit übers Tor. Sah jetzt aus nach einem Flachschuss, aber war dann doch das Gegenteil. So, Mendes kommt für Mihai rein. 82. Minute, ich sollte nochmal einen Doppelwechsel platzieren. Wir führen 1-0, ich bringe nochmal Schawat für Gyamfi. Und nochmal Steiner für Udai. Letzten Minuten nochmal Schawat, da ist er, schießt sofort. Mostovoy kann klären. Und Schmid mit dem Ausgleichstreffer kurz vor Schluss. Da haben wir doch mal wieder ein Tor kassiert. Und da ist das Spiel dann auch... Ja, da haben wir nochmal 2 Punkte liegen gelassen auf der Schlussgeraden. Ah, mein Gott, wir haben jetzt wochenlang keine Gegentore kassiert. Ärgerlich, aber wir freuen uns über nochmal 2,6 Millionen Euro. 234.000 Prämie gezahlt. Schmid, der beste Spieler, Schiedsrichter. Winkmann war der beste Mann auf dem Platz. Spiel bekommt die Note 5 schwach, aber wir dürfen die Tabellenführung verteidigt haben. So ist es auch. Frankfurt tauscht Plätze mit Augsburg. Würzburg verliert 1-2 gegen Ingolstadt, Hoffenheim spielt 2-2 gegen Freiburg, Union verliert 1-3 gegen Rostock, Dresden spielt 1-1 gegen Wolfsburg, Gladbach verliert 0-2 gegen Regensburg, Düsseldorf verliert 0-1 gegen Augsburg, Magdeburg spielt 1-1 gegen Mainz, Bayern spielt 2-2 gegen Lautern, wir spielen 1-1 gegen Frankfurt. Kein einziger Heimsieg an diesem Spieltag, wir haben einen Punkt Vorsprung vor Augsburg, aber ein deutlich besseres Torverhältnis. Auf den Abstiegsplätzen Rostock, Magdeburg und Düsseldorf in der Torjägerliste, Tahiri zusammen mit Mills auf 1. In der Scoreliste Steiner zusammen mit zwei anderen auf 1. Wir dominieren hier in fast jeder Kategorie. Tahiri auch in der Elf des Tages. Wetten das bestbesuchte Stadion. Wir sind ein wandelnder Superlativ hier. So, jetzt spielen wir gegen den FC Augsburg. Das dritte Spiel. Ja, schon wieder Erster gegen Zweiter. Besser kann es doch nicht sein, meine Damen. Es ist ja herrlich. Das ist ja eine Saison wie im Paradies. Wir haben mal eben 6 Millionen Euro eingenommen in einer Woche. Gebt mir doch mal direkt einen neuen Vertrag. Nein, es sei noch Zeit. Aber ich genieße hier breites Vertrauen. Einen so guten Saisonstart habe ich, glaube ich, selten erlebt. Mal vom Pokal aus abgesehen. Die Fans sehen zunehmend ein, wie gut es hier läuft. So, Simon kann jetzt auch wieder spielen in der Bundesliga. Ogbu wird auch jetzt wieder einsetzbar sein. Filopoto geht mal ins Einzeltraining. Abendprogramm gibt es hier nicht, ist nicht nötig. Wir trainieren mal leicht die Kondition und machen ein bisschen Radfahren. Die Einwürfe müssen besser werden. Üben wir mal dreimal. Trainingsspiel. Freistöße sind auch schlecht, müssen auch besser werden. Reklamieren wird auch geübt. Wir müssen gucken, dass wir nicht übermotiviert werden. Ich glaube, wir sind ja Profis hier, nicht wahr? Auch dran denken, das Rückspiel ist jetzt in Kürze gegen Southampton. Da ist noch längst nicht alles entschieden, auch wenn wir natürlich eine gute Ausgangssituation geschaffen haben. Da sind wir dann in der Situation, mit einem Auswärtstor können wir dem Gegner gewaltige Probleme bereiten. Und darauf werden wir es anlegen. Also mit einem eigenen geschossenen Tor. Wenn wir ein Auswärtstor schießen, dann muss der Gegner schon 3 schießen. Und bei unserer sehr stabilen Defensive. Ich will das nicht am Keeper festmachen, aber gerade mit dem Striso im Tor haben wir überhaupt keine Gegentore kassiert. Zuletzt, der Striso wird auch jetzt wieder spielen gegen Augsburg. Aber Swanberg hat auch gezeigt, dass er ein wichtiger Mann im Kader ist. So, jetzt können wir vielleicht, nein, auch in so einem Spitzenspiel sollten jetzt spielen dann auch mal wieder die absoluten Stammkräfte hier. Sissoko kommt wieder rein. Auch Ogbu kann wieder mitwirken. Haben wir zumindest auch wieder eine Option im Sturm. Geht erstmal auf die Bank. Es sollte aber auch immer ein junger Mann auf der Bank sitzen. So ein Talent quasi. Ach, Simon kann wieder mitwirken. Der Verteidiger geht erstmal wieder raus dann.
So, der erste gegen den zweiten, erneut ausverkauftes Stadion, fast zur Hälfte mit Dortmund-Fans gefüllt. Oli Kahn tippt 2:5 auf uns. Los geht's. Wir haben noch kein Spiel verloren in der Bundesliga in dieser Saison. Hesmann jetzt mit dem Eckball, schüttelt sein Schussbein, schlägt den Ball mit Gefühl nach innen. Mohr klärt per Kopf. Und Hesmann Richtung Eckfahne. Redmond nimmt den Ball mit, schlägt einen Haken, flankt präzise in den Strafraum. Fallrückzieher, Carlo, wunderbar gemacht, aber dann doch weit über das Tor. Kraft gegen Mohr, spielt auf den linken Flügel. Hesmann gegen Steiner, der grätscht und kann den Angriff abfangen. Ich habe es ja gesagt, der Steiner ist ein Kandidat, jetzt schon für den Fußballer des Herzens. Und Sissoko mit dem ersten Saisontor bringt uns in Führung. Dos Santos mit dem Assist. Wir führen 1-0. Ich möchte ja auch nicht nur den Steiner hervorheben, aber der macht das natürlich besonders bemerkenswert. Auch der Sissoko hier, gerade hier und heute gut, macht konzentriert weiter so. Wir sind absolut auf dem richtigen Weg hier. Und Kraft dann mit dem Ausgleichstreffer. Auch Striso muss mal wieder hinter sich greifen. Zweites Saisontor für Samuel Kraft. Eckball jetzt für Augsburg von rechts. Hesmann an den Fünfer. Brekalo kommt mit dem Kopf an den Ball. Kommt mit dem Kopf an den Ball. Und Striso hat damit keine Probleme. Gamfi stoppt das Leder, flankt aus dem Stand in den Strafraum, kein Abseits, Mohr wird nicht angegriffen und schießt und der Keeper streckt sich vergeblich und das und Vieting versucht auf der Linie zu retten und erreicht den Ball noch mit der Fußspitze. Aber Tahiri ist da, macht ganz locker das Tor, der Mann hat den Torriecher schlechthin, fünfte Saison bereits. So, wir führen wieder, für Drachmann kommt Mendes. Ein knappes Spiel. So, für Dos Santos kommt Chavard. Und ich wechsle auch direkt nochmal. Ogbu kommt auch wieder rein für Mohr. Taktische Gründe. So, Viertelstunde noch circa. Können wir hier gewinnen. Filo Poto auf den rechten Flügel. Er spielt einen wunderbaren Pass. Und Ogbu flankt Volley in den Strafraum. Das sieht gefährlich aus. Und Diabaté klärt per Kopf zur Ecke. Eckball von rechts. Die letzten 10 Minuten. Steiner auf den kurzen Pfosten. Da ist Diabaté und Klepperkopf vor Ogbu. Simmer nimmt den Ball mit. Passt auf den linken Flügel. Geht in den Strafraum. Auch schön, dass wir in den letzten Spielen keine roten Karten mehr kassiert haben. Sissoko, kein Abseits. Simmer nimmt den Ball mit dem Rücken zum Tor an. Dreht sich, schießt um Haaresbreite vorbei. Es hätte die Entscheidung sein können. Jetzt nochmal Redmond hier gegen Gyamfi. Geht an ihm vorbei. Redmond schaut sich um. Sieht keinen freien Mitspieler. Jetzt nicht schon wieder ein spätes Gegentor kassieren. Wie gegen Frankfurt. Das brauchen wir hier nicht nochmal. Hopfer nimmt den Ball mit, kommt an Chavard erstmal nicht vorbei. Und da, auch hier gibt es ein spätes Gegentor. Hesmann mit dem 2:2. Aber wir haben nochmal eine Chance, nochmal ein Eckball. Steiner, komm, direkt das Spiel zurück. Wieder direkt in Führung gehen jetzt. Steiner auf den Kopf von Tahiri und der haut ihn rein. Ja, genauso, 2 Tore in einer Minute und da sind wir wieder in Führung geraten. Und Chavard, jetzt pfeift ab, Schiri. Chavard mit dem Pass auf Sissoko. Sissoko gegen Sabanovic und verliert den Ball. Und wir gewinnen trotzdem. Boah, was war das? In der 87. Minute 2 Tore. Wir kassieren mal wieder ein spätes Gegentor. Das gilt es natürlich anzuprangern, aber das ist mir und heute egal. Wir haben trotzdem gewonnen. 3:2. Was für ein Spitzenspiel. Das bekommt die Note 3. Ich bin der Meinung, das hätte eine höhere Note verdient gehabt. Und auch hier ein schöner Payday. Beide Clubs kriegen 400.000 Euro. ARD und ZDF 52% Quote. Bezahlen allerdings auch fast 400.000 Euro Prämie. Aber für so ein Spektakel zahle ich das auch gerne. Tahiri, der beste Spieler. Wir verteidigen die Tabellenführung. Die ist uns auch in der kommenden Woche nicht zu nehmen. Wir haben 4 Punkte Vorsprung vor Augsburg. Mainz spielt 0-0 gegen Hoffenheim. Augsburg verliert 2:3 gegen uns. Dresden gewinnt 2:3 in Kaiserslautern. Freiburg spielt 1-1 gegen Gladbach. Rostock spielt 1-1 gegen Düsseldorf. Frankfurt verliert 0-1 gegen Würzburg. Wolfsburg verliert 1-3 gegen Union. Ingolstadt verliert 1-4 gegen Bayern. Und Regensburg gewinnt 3-1 gegen Magdeburg. Auch an diesem Spieltag nur ein einziger Heimsieg. Das sind noch die Nachwehen der 4-Punkte-Auswärtsregel scheinbar. Auch wenn es sie nicht mehr gibt. So, wir haben 4 Punkte mehr und auch ein deutlich besseres Torverhältnis als Augsburg. Ja, auf den anderen internationalen Rängen, Regensburg, Bayern, Frankfurt und Gladbach, auf den Abstiegsplätzen Rostock, Düsseldorf und Magdeburg. In der Torjägerliste Tahiri jetzt ganz alleine auf 1, in der Scorerliste Steiner und Tahiri teilen sich Platz 1 mit 2 anderen. In der Elf der Woche Tahiri auch dabei. Wir waren mal wieder im bestbesuchten Stadion, es läuft wirklich perfekt im Moment. Ihr Verein teilt ihn mit, dass man auch in Zukunft gerne mit ihnen zusammenarbeiten möchte. Oh, dass ich hier mal von selbst gefragt werde, meine Güte. Meine Güte, das ist ja wie auf Tinder, wenn auf einmal die Frau ums Date bittet. So. Ja, klar. Klar. So. Das ist ja herrlich. Beim nächsten Mal das große Rückspiel gegen Southampton. Ich habe es gesagt, es ist noch lange nicht entschieden, aber wir haben uns eine sehr gute Ausgangssituation verschafft.
So, wir haben 2,6 Millionen Euro verloren, haben aber über 58 Millionen Vereinsvermögen. Der Verein möchte mit mir verlängern, das ist doch wunderbar. Wir haben noch keinmal verloren in der Bundesliga, 5 Siege, 2 Unentschieden. In der Heimtabelle stehen wir auf Platz 4, in der Auswärtstabelle auf Platz 1. In der Tabelle erster Halbzeit auf Platz 3, Tabelle zweiter Halbzeit Platz 2. So, ich habe auch, verdiene auch immer mehr. Wir können uns hier vielleicht nochmal schön was kaufen, meine Frau und ich. Aber wir gucken jetzt erstmal, was unsere Jugendabteilung machen. Da haben wir ja schließlich auch zwei Meistertitel zu verteidigen. Hier sieht es allerdings schlecht aus. Die A-Jugend steht noch auf Platz 13. Die B-Jugend in der dritten Liga steht auf Platz 3. Da winkt die Rückkehr in die zweite Liga. Das ist auch schön. Und die C-Jugend steht auf Platz 3. Da sind wir voll im Titelrennen mit dabei. Die ausgeliehenen Spieler, Kedira, der ist auch schon einige Male zum Zug gekommen beim Club, beim 1. FC Nürnberg, aber seitdem auch nicht wieder. Drei Einsätze bisher. Alpsoy war zuletzt noch nicht zum Einsatz gekommen bei La Coruña. Das hat sich auch noch nicht geändert. Naja, beim nächsten Mal das große Rückspiel gegen Southampton. Wir wollen in die zweite Runde der Euroleague. Außerdem spielen wir gegen Wolfsburg und gegen Freiburg. Die stehen auf 7 und 12. Es wird nicht minder spannend und es läuft auch wirklich hervorragend. Wir haben schon 17 Punkte und ich sehe Sie beim nächsten Mal. Lassen Sie gerne ein Abonnement oder dergleichen da. Tschüss und auf Wiedersehen.